Nach der Vertreibung aus Jordanien zogen Arafat und seine Freiheitskämpfer in den Libanon. Aber die herrschende christliche Bevölkerungsschicht erlebte sie als Bedrohung. Bei der Verteidigung seiner Nordgrenze gegen Arafats Angriffe betrachtete Israel die Christen im Libanon als natürliche Verbündete. Deren Konflikt mit den geflohenen Palästinensern entlud sich in einem blutigen Bürgerkrieg. Israel bewaffnete die libanesischen Christen bis zu den Zähnen. 1981 wurde Ariel Sharon israelischer Verteidigungsminister. Kurz danach wurden die Führer der libanesischen Christen aufgefordert, an einem bestimmten Strand einen angeblichen Besucher zu empfangen. Als ich gelandet war, kam mir Bashir Shemayel entgegen. Er umarmte mich und schüttelte mir die Hand. Er hatte Offiziere in seiner Begleitung. Bashir Shemayel war der aufsteigende Star. Er verfügte über die von Israel gelieferten Waffen und benutzte sie dazu, seine Rivalen zu eliminieren und die christlichen Milizen unter seinem Befehl zu vereinen. Bei einem Geheimtreffen mit den ranghöchsten Christen eröffnet Sharon seinen Plan. Er sagte zu den Führern der Christen: Wir haben in Israel beschlossen, im Libanon einzumarschieren. Die Entscheidung ist bereits gefallen. Wir warten nur noch auf den passenden Moment. Sharon sagte den Christen, dass er ihre Hilfe brauchen werde. Israelische Truppen könnten nicht in eine arabische Hauptstadt einmarschieren. Es würde Aufgabe der Christen sein, die Palästinenser aus Beirut zu vertreiben. Ich sagte, denken Sie daran. Wenn es zu einer Invasion kommt, müssen Sie diese Aufgabe übernehmen. Sie und nur Sie allein können das tun. Aber die Israelis wollten sie unterstützen. Sie würden bis nach Beirut vorstoßen und die Stadt einkreisen. Premierminister Begin berief das Kabinett ein. Er forderte mich auf, meinen Kollegen Bericht zu erstatten. Der Verteidigungsminister sprach nicht über den Plan, Beirut einzukreisen, nur darüber, die Palästinenser von Israels Nordgrenze zurückzudrängen. Dann fragte Ehrlich, Gott hab ihn selig, was ist mit Beirut? Ich sagte, von Beirut ist nicht die Rede. Es geht darum, eine 40 bis 45 Kilometer breite Zone zu schaffen, die frei ist von Terroristen. Israelische Truppen überquerten die Grenze und rückten rasch auf ihr erklärtes Ziel zu. Premierminister Begin beschwichtigte das israelische Parlament. Doch Stunden später fand Sharon einen Vorwand, darüber hinauszugehen. Es gab Hinweise, dass Einheiten der 1. syrischen Division nach Süden vorrückten, in Richtung Bekaa-Ebene im Libanon. Sharon überzeugte Begin, dass israelische Truppen tiefer in den Libanon vordringen sollten, um den syrischen Einheiten in die Flanke zu fallen. Dazu mussten sie aber über den 45-Kilometer-Streifen hinausgehen. Schon drei Tage, nachdem er im Kabinett gesagt hatte, von Beirut sei nicht die Rede, hatte Ariel Sharon israelische Truppen bis an den Rand der libanesischen Hauptstadt vorrücken lassen. Neun Wochen lang belagerten sie Beirut und beschossen und bombardierten die von Palästinensern bewohnten Stadtteile. We are here and we'll continue to be here and we will defend this city, the first, it is very important, it is the first Arab capital which the Israeli are blockading. It is very important. You have to put in consideration what it means
for the next generation. What have been done, you will pay its price. Je mehr Arafat sich Israel widersetzte, desto mehr Menschen wurden im Libanon durch Israels massive Bombardierungen getötet. Ihre Hauptstadt wurde zerstört. Die Libanesen selber verlangten den Abzug Arafats und seiner PLO-Kämpfer aus Beirut. Ich und Shafiq Houd mussten Arafat mitteilen, was von uns verlangt wurde. Er war schockiert. Noch nie hatte jemand so mit ihm gesprochen. Ich sagte, wir wollten es dir nur sagen. Die Folgen weiteren Widerstands waren klar. In einem Keller unter den Trümmern rangen sich die PLO-Führer zu einer schweren Entscheidung durch. Ende August 1982 verließen Tausende bewaffneter Palästinenser Beirut. Fast 15.000 Mann aus Beirut vertrieben. Das war noch nie da gewesen. Eine ganze Terrororganisation wurde aus einer Weltstadt vertrieben. Die Israelis hatten Beirut geräumt, ohne von den Christen ihre Beteiligung einfordern zu müssen. Da wurde Israels Verbündeter Bashir Gemayel bei einem Sprengstoffanschlag auf seine Parteizentrale ermordet. Der israelische Verteidigungsminister kam zu der Überzeugung, dass noch immer palästinensische Guerillakämpfer in Beirut aktiv waren. Sie ließen mindestens 2000 bewaffnete Männer zurück. Es war klar, dass man nach einer Wiedervereinigung der Stadt gegen sie würde vorgehen müssen. Nun traten die christlichen Milizen in Aktion. Während israelische Einheiten abseits bereitstanden und für die Beleuchtung des Gefechtsfeldes sorgten, drangen die Phalangisten in die Lager von Sabra und Shatila ein. Sie fanden keine palästinensischen Guerillakämpfer, nur alte Männer, Frauen und Kinder. Und sie schlachteten sie ab.